herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe des Club 3. Unser Gast ist Andreas Schieder, Leiter der SPÖ-Delegation im EU-Parlament, damit EU-Abgeordneter mit mir diskutieren. Daniela Kittner von der Innenpolitik im Kurier und Erich Vogel aus der Innenpolitik in der Kronenzeitung. Guten Abend. Herr Schieder, in Brüssel ist ziemlich viel los, in Straßburg auch. Großer Skandal wird bezeichnet als einer der schlimmsten Skandale in der Geschichte der Europäischen Union. Eva Kaili ist in Untersuchungshaft, bis vor kurzem Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Wie kann das passieren? Und Sie haben gesagt, es ist zum Kotzen. Sie haben gesagt, die Untersuchungen sind zum Kotzen. Sie meinen natürlich den Skandal. Ja. Ja. Es ist absolut, weil ich bin seit 1997 in parlamentarischen Gremien, Landtag, Nationalrat, Europaparlament auf verschiedenen Ebenen. Und sowas miterleben zu müssen, schockiert einem zutiefst. Es macht einem auch wütend, deswegen auch der Ausspruch mit dem zum Kotzen, weil dass man draufkommt, dass man quasi im selben Parlament mit solchen Leuten gesessen sind, die sich im Plastiksackel hunderttausende Euro quasi geben lassen, dafür, dass sie für was eintreten, was aus Menschenermessen meiner Meinung nach gar nicht vertretbar ist, nämlich Katar in dem Zusammenhang ist ein Land, das die Menschenrechte mit Füßen tritt, die Frauenrechte mit Füßen tritt, wo tausende Wanderarbeiter brutal umgekommen sind im Zuge der Stadionerrichtungen für die Fußballweltmeisterschaft. Und dass man draufkommt, ich habe vor 3 Wochen dieses FIFA Uncovered auf Netflix angeschaut, war schockiert über die Vorgänge in der FIFA. Und dass man dann das Gefühl hat, Ähnliches ist im Europaparlament passiert, das ist einfach schockierend. Und es ist auch schade, denn das Europaparlament leistet wirklich wichtige und bedeutsame Arbeit in vielen Bereichen und wird natürlich durch einzelne Korrupte oder so ein korruptes Netzwerk dann am Schluss auch kaputt gemacht. Überraschend ist auch, es spricht niemand mehr von Unschuldsvermutung, Sie jetzt auch nicht, weil es so offensichtlich ist, was passiert ist. Das Geld wurde gefunden, es gibt inzwischen, glaube ich, auch ein Schuldeingeständnis oder ein Geständnis des Partners von der ehemaligen Vizepräsidentin. Also es war von vornherein klar, das sind Fakten. Und das mit der Unschuldsvermutung geht mir schon als österreichischer Politiker die längste Zeit am Nerv. Und in dem Fall möchte ich auch gar nicht die Unschuld vermuten, weil ich ehrlich gesagt es nicht vermuten kann, dass die unschuldig ist. Okay. Also es hat das Geständnis gegeben. Nehmen wir an, es war jetzt nur ein kleines Netzwerk, wie Sie das vermuten. Kann man da ausschließen? Also es sind ja so und so viele Menschen dort beschäftigt, tausende Lobbyisten, glaube ich, sind dort am Werk. Auch ein ehemaliger österreichischer Politiker ist einmal da in eine Falle getappt, wurde verurteilt. Kann man das wirklich ausschließen, dass dann noch viel mehr dahinter steckt? Das ist jetzt die Diskussion, die wir ganz intensiv führen und auch führen müssen, nämlich welche Mechanismen brauchen wir, wo muss man verbessern, wo sind Fehler im System, dass sowas passieren kann. Wie kann man möglichst schauen, dass das nicht mehr passiert? Wirklich verhindern kann man natürlich kriminelle Energie nie ganz. Aber was man schaffen kann, ist ein Umfeld, wodurch mehr Transparenz, mehr Kontrolle, mehr, dass man alles offen darlegt. Natürlich auch, man früher draufkommt, dass was ist. Ein Klima zu schaffen, wo vielleicht dann auch früher die Alarmglocken läuten. Das ist ganz dringend notwendig. Aber es ist natürlich auch so, sehr viele Abgeordnete, also alle zum Beispiel von meiner Partei, aber ich nehme an, die österreichischen Kollegen im Großen und Ganzen alle, legen jetzt schon ihre Termine detailliert offen, tragen die ein in das Transparenzregister. Wenn sie sich mit Lobbyisten treffen oder angesprochen werden, genauso wie Interessensvertreter oder österreichischen Vertretern, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, von österreichischen Firmen, die ein Anliegen haben beim europäischen Gesetz oder auch von... Ich trage auch ein, also ich mache sehr viel zum Beispiel Westbalkan, Außenpolitik. Wann immer ich mich mit einem Diplomaten, einem Minister oder so wen treffe, trage ich das jetzt schon ein. Das ist bis jetzt freiwillig. Und ich finde, wenn es verpflichtend wäre, würde man vielleicht ein Stück weit bei manchen dann auch draufkommen, hoppala, da ist vielleicht was nicht richtig. Mhm.
da anschließend, Brüssel gilt ja so als Tummelplatz für Lobbyisten. Wie läuft das wirklich ab? Also sind Sie zum Beispiel schon einmal sittenwidrig angesprochen worden von Lobbyisten? und wie würden Sie zum Beispiel die Transparenzregeln im Vergleich, weil Sie waren ja Clubobmann im österreichischen Nationalrat lange Zeit und kennen hier die Regeln sehr gut. Wie ist das im Unterschied zwischen dem Europaparlament und dem österreichischen Nationalrat? Also die Regeln in Österreich sind wesentlich weniger als jetzt schon im Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament ist viel transparenter und viel stärker da auch mit Regeln durchsetzt. Gleichzeitig muss man sagen, die österreichische Innenpolitik funktioniert eine Spur weit anders als europäische Politik. Die Rolle des Gesetzgebers, also des Europäischen Parlaments, ist eine viel direktere bei auch Formulierung der Gesetze, weil ja quasi die Kommission macht einen Vorschlag, wird im Europäischen Parlament in den Ausschüssen detailliert bearbeitet, abgeändert, der Rat macht das auch, dann trifft man sich und versucht einen Kompromiss zu erstellen. In Österreich ist das ja stärker im parlamentarischen Prozess, in den Parteien, in den Diskussionen im Vorfeld, und es ist in Österreich natürlich viel mehr Medienöffentlichkeit auf den einzelnen Politiker und die Politikerin. Das ist in Brüssel viel, viel weniger. Also da gibt es einige nuancenhafte Unterschiede. Aber wir haben zum Beispiel auch diskutiert, es gibt so ein Lobbying-Register, nur die dürfen ins Haus. Ob man das jetzt nochmal verschärfen sollte. Man muss nur sagen, niemand kann daran hindern, einen Abgeordneten, dass er sich dann am Place Luxemburg quasi im Kaffeehaus mit den Lobbyisten trifft. Das heißt, möglicherweise sogar besser, wenn es im Parlament passiert, für die Transparenz und Öffentlichkeit, ja, aus, als wäre im Keller. Ja, also so wie man den, das war ja ungefähr dort auch, wo der Vater von der Frau Keile mit dem Geldkoffer erwischt worden sein dürfte. Aber es gibt oft Druck, das muss man ganz ehrlich sagen, bei politischen Entscheidungen. Druck heißt, man kriegt tausende E-Mails, es rufen einem Interessensverbände an. Es gibt aber auch guten, wenn man so will, Lobbyismus, oder natürlich müssen wir als Abgeordnete in Detailfragen dann reden mit Umweltschutzorganisationen, eben mit Interessensvertretungen, auch mit österreichischen Unternehmen. Also was weiß ich bin zum Beispiel im Verkehrsausschuss, und wenn ich dort ein Gesetz behandle, dann rede ich natürlich auch mit der ÖBB, mit den Fahrgastvertretern, mit den Umweltorganisationen, mit der Wirtschaftskammer Schienenverband, was immer da das Thema ist. Das ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Das Problem ist, man muss es offen auch darlegen, wenn man sich mit wem trifft. Und natürlich am Schluss schon einfach in seiner Entscheidung dafür stehen, was man selbst als gewählter Abgeordneter für richtig hält. Da helfen einem diese ganzen Zusendungen und Expertisen, dass man sich ein besseres, breiteres Bild machen kann. Aber am Schluss muss man schon eigenständig entscheiden. Und bei Katar, ehrlich gesagt, brauche ich nicht lang nachdenken, um drauf zu kommen, dass das Land viele Probleme hat und dass man da nicht schönreden kann. Aber wie ist das mit Zuverdiensten zum Beispiel? Als EU-Abgeordneter? Also ich weiß, von den SPÖ-Abgeordneten hat niemand einen Zuverdienst. Es ist auch das Abgeordnetengehalt, wie in Österreich auch, meiner Meinung nach an sich ausreichend. Wie viel verdient man als EU-Abgeordneter und ist das steuerlich privilegiert? Das ist, entspricht ungefähr den Abgeordnetengehältern in Österreich. Es ist anders, ein bisschen niedriger besteuert. Das heißt, wir sind bei rund 10.000 Euro brutto. Und es ist nur 12-mal statt 14-mal. Es gibt da einige Unterschiede. Es ist jedenfalls so gut, dass niemand in Versuchung kommen muss, sich von irgendwem Zuwendungen geben zu lassen. Also ich finde, moralisch und deswegen das mit dem Kotzen moralisch vollkommen unverständlich, ja, ehrlich gesagt. Man ist gewählt von der Bevölkerung, man ist bezahlt von der Bevölkerung, dass man seine Aufgabe macht und nicht, dass man sich von anderen Geld zusteckt. Und vom Aufwand her, Entschuldigung, ist meine Nachfrage noch, ist das ja, nehme ich an, noch aufwendiger als im österreichischen Nationalrat, weil man ja ständig unterwegs ist und mit Brüssel und Straßburg. Also ein Nebenverdienst, könnte man das so formulieren, ein Nebenverdienst bei einem EU-Abgeordneten ist schon ein bisschen schräg, weil man eigentlich vermuten muss, dass man für den Nebenverdienst eigentlich gar keinen Aufwand, gar keine Zeit mehr hat. Also für so einen klassischen Nebenverdienst, dass man einen Zivilberuf nebenbei hat, das finde ich, geht sich gar nicht aus. Man verbringt die Zeit zwischen Straßburg, Brüssel, Österreich und dazwischen sehr viel Zeit quasi in
beim Reisen, also sprich im Flugzeug, in der Eisenbahn, im Auto, wo immer man unterwegs ist. In der Deutschen Bahn. In der Deutschen Bahn ist dann besonders viel Zeit. Da sind Laptops dann besonders hilfreich. Falls Strom Solange gibt. Sie keinen Kinderwagen dabei haben für den Laptop. Ja, aber ich meine jetzt auch zum Arbeiten. Falls es Strom gibt. Falls es nur Strom gibt in der Deutschen Bahn. Nein, aber ehrlich gesagt, es ist auch eine viel detailreichere Arbeit im Europäischen Parlament. Mhm. Also man muss sich viel mehr in die Materien hineinarbeiten, die man bearbeitet. Mhm. Daher braucht es aber auch das Vertrauen, dass, weil man ja nicht in allen Dossiers, man kann nicht Experte sein über Artenschutz, Klimawandel, Verkehrspolitik, Wärmedämmung der Gebäude, Energiepolitik, Außenpolitik, Balkan, Südamerika, was weiß ich was, sondern wenn man sich dann spezialisiert in einzelnen Themen und dort an Berichten arbeitet des Europäischen Parlaments, also sprich an Gesetzen, dann muss man auch ein Stück weit vertrauen können, dass die an anderen Berichten arbeiten, das so gewissenhaft macht, wie man es grundsätzlich in den vorbereitenden Sitzungen auch bespricht. Und das ist natürlich ein Vertrauensbruch, der mit Eva Keili und vermutlich auch noch weiteren Abgeordneten passiert ist. Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen erzählen über Eva Keili? Die kannten Sie aus dem Parlament natürlich lange. Sie ist in der sozialdemokratischen Fraktion. Man weiß sehr wenig über Sie. Offensichtlich funktioniert, das wäre jetzt nicht Ihre Fraktion gewesen, aber auch nicht das, was im österreichischen Parlament entweder funktioniert oder sogar überschießend ist, also die wechselseitige Kontrolle der Parteien. Wer ist diese Eva Keili? Was ist die sozialdemokratische Fraktion dort? Erst möchte ich mal sagen, die Parlamentspräsidentin von maltesische Konservative hat in ihrer sehr starken Rede auch gesagt, es ist kein Problem von Nord-Süd, oben-unten oder links-rechts politisch, sondern von einzelnen kriminellen Personen. Und das ist glaube ich, an sich wichtig festzuhalten, weil ja die Muster schon, jetzt ist eine Sozialdemokratin betroffen, es sind sehr viele Italiener in der Frage betroffen. Man soll aber da nicht zynisch werden, weil ehrlich gesagt, jetzt Ernst Strasser, über den du vorhin gesprochen hast, der war, glaube ich, kein Sozialdemokrat, sondern Niederösterreichische Volkspartei. Na, und auch die Ermittlungen haben begonnen. Wir wissen nicht, was noch kommt. Und es soll alles ans Tageslicht kommen. So, wer war Eva Keili? Als ich ins Europäische Parlament gewählt wurde, 2019, geht es dann los, die Abmachungen der Fraktionen für wer welche Positionen begleitet. Und damals wurde ein Deal präsentiert, wenn man so will. Also sprich, eine Abmachung, dass die erste Hälfte Klara Dobrev, eine ungarische Abgeordnete, eine starke Kritikerin von Viktor Orban, Vizepräsidentin sein soll und in der zweiten Hälfte dann diese besagte Eva Keili. Die ist mir in der Arbeit damals nicht wirklich aufgefallen gewesen, aber man dachte, okay, bin ja neu, was soll ich? Ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet war sie mir nie sehr auffällig. Mir sind andere viel stärker aufgefallen. Also von dem Vizepräsidenten auch Katharina Barley, Pedro da Silva, ein Portugiese und, die da viel aktiver waren. War das wegen Covid, muss man sagen. Covid war so eine Phase, wo sehr viel auch online passiert ist. Vielleicht einfach, weil sie mit Lobbyisten und mit Geldbeschaffung beschäftigt war. Inzwischen denke ich mir, leider, so lustig, so das lustiges Traurige klingt, das mag wirklich. Ich habe inzwischen auch schon gedacht, es mag das gewesen sein. Und darüber... Ich habe das auch in unserer Fraktionssitzung in aller Schonungslosigkeit angesprochen und gesagt, wir müssen auch darüber reden, wie konnte das passieren? Es kann immer irgendwo sich ein krimineller, jetzt hätte ich schon fast einen Kraftausdruck gebraucht, Mensch da einschleichen. Aber wir müssen schon auch darüber reden, wie können wir in Zukunft, wie kann das nicht mehr passieren? Ja? Und da gibt es schon viele Anzeichen, die man nochmal diskutieren wird. Darf ich noch bei der Dame einhaken? Also überliefert diese eine Rede von ihr, also wenn man sich die anhört, sich in Lobpreisungen ergangen über Katar, dort werden die Menschenrechte eingehalten, wird man da nicht stutzig, wenn man sowas hört? Die österreichische Gewerkschaft war eifersüchtig, was die Arbeitsbedingungen in Katar betrifft. Nein, diese Rede war ja erst kürzlich. Genau. Ja. Also die war ja schon... Vermutlich im Zuge, also vermutlich haben da die Behörden, die belgischen Behörden schon ermittelt gegen sie. Das war jetzt kürzlich, aber ja, das war stutzig. Wie ich diese Rede auch quasi gehört habe, man muss immer sagen,
das ist auch der Unterschied zum österreichischen Parlament. Nicht? Die redet auf Griechisch, man hört sich es in der Übersetzung an. Das heißt, manche Nuancen kommen nicht ganz so scharf rüber, dass gleich die Alarmglocken schrillen. Aber wenn man sich dann so durchdenkt, denkt man, hoppala. Und die zweite Frage ist natürlich schon, das muss auch meiner Meinung nach, muss man stärker auch reflektieren, wenn da jemand so einen offensichtlichen Blödsinn redet, dass in der Fraktion, in dem zuständigen Ausschuss, im gesamten Parlament, auch unter den Vizepräsidenten, der mal sagt, sag mal, hallo, meinst du das ernst, was du sagst? Warum glaubst du das? Oder ist da was mehr dahinter? Nicht? Man muss allerdings sagen, im Nachhinein ist immer leicht gescheit sein. Nicht? Ja. Also wenn Sie jetzt für Atomkraft eine Brandrede hielten, würden wir genauer hinschauen. Ja, dann bitte, genau, dann holen Sie mich ab. Holen wir Sie ab, laden wir Sie noch hier ein und dann. Wahrscheinlich kommen Sie nicht mit Fußfessel hier raus. Ja. Ja. Nachfrage zur sozialdemokratischen Fraktion. Und da sind wir noch vor der kurzen Pause, die wir dann machen, ein bisschen in Österreich. Herr Stocker, ÖVP-Mandatar und Generalsekretär, meinte, sollten Sie jetzt Ihre Hände, das Sie vermutlich irgendwo mit haben, abgeben und man sollte auslesen die Hände der sozialdemokratischen Abgeordneten, ich weiß nicht, ob man nur die österreichischen meint, oder generell, damit man nachsieht, inwieweit Sie da beteiligt waren. Theater Donner oder ist da was dran? Ich muss sagen, ich bin im Europäischen Parlament und manchmal ist man sehr froh, dass man die österreichische Innenpolitik hinter sich gelassen hat. Also ich hatte sehr viel Klubobmann, Freude, Staatssekretär, war großartige Quantum. Zeit, aber das war wesentlich bessere Zeit jedenfalls. Aber habe die hinter mir gelassen und bin jetzt in Europa. Und daher brauche ich nicht jeden Rülpser der österreichischen Innenpolitik gleich reagieren. Mhm. Auch nicht jeden Halbsatz. Ehrlich gesagt, mir ist das bei vielen Leuten egal. Und ich tue mir eigentlich auch schwer, die Namen der Regierungsmitglieder oder auch diesen häufigen Wechsel der ÖVP-Generalsekretäre zu merken. In der Sozialdemokratie, die Namen sind präsent. Die sind präsent. Vorstand und Präsidium, das ist auch wesentlich häufig genug da. Noch einmal zur SPE-Fraktion. Sie sind ja Delegationsleiter. Wie ist das dort aufgebaut? Also ist zum Beispiel Ihr griechisches Pendant, sehen Sie den oder die mitverantwortlich für das, was da passiert ist? Also würde man sagen, wenn jetzt in der europäischen, in der Sozialdemokratie, in der SPÖ-Fraktion was passiert, der Schieder hat nicht gut genug aufgepasst. Also gibt es diese Verantwortung für das eigene Team? Ist ja eine gute Frage, weil natürlich sitze ich dort trotzdem noch immer mit ein bisschen diesem Clubobmann gehen. Mhm. Und schauen wir auch die Arbeit unserer Fraktionsvorsitzenden an und denken wir schon, das darf ja nicht passieren. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Es kann immer passieren, aber das darf eigentlich nicht passieren. Und ich finde auch, man hätte vielleicht in der Information ein bisschen schneller uns noch für die interne Diskussion informieren können. Und der griechische Kollege, der Vorsitzender auch der griechischen PASOK ist, ist ja Europaabgeordneter, ist... Im Übrigen inzwischen eine Kleinpartei in Griechenland, die haben, weiß nicht, 15% oder so. Die sich aber in seiner Führung verdoppelt hat, der nur höchstwahrscheinlich jetzt vor den Scherben wieder seiner Aufbauarbeit steht, wegen Eva Kaili, der übrigens von der konservativen Regierung in Griechenland mit dieser Pegasus-Spionagesoftware abgehört worden ist. Ein großes Thema, weil man natürlich Abgeordnete, man soll überhaupt niemanden abhören, aber schon gar nicht abhören. Journalisten okay, aber auch nicht. Auch nicht. Chefredakteure schon gar nicht, oder? Outgoing-Chefredakteure auch nicht. Aber in Summe, der hat nur gesagt, der war eigentlich dabei, sie aus seiner Partei rauszuhauen und hat ja schon mitgeteilt gehabt, dass er sie das nächste Mal sicherlich nicht mehr aufstellen wird. Weil er sie gefunden hat, weder inhaltlich, und sie hat ja, wie wir inzwischen wissen, es gibt auch einen langen Artikel, glaube ich, in der Wiener Zeitung, die das recherchiert haben. Sie hat mehrere Verfahren auch in Griechenland am Hals, wegen Steuerhinterziehung und wegen anderen Dingen. Und da hat der eigentlich schon begonnen, quasi den Schlussstrich unter ihre Karriere zu setzen. Und offensichtlich war sie auch schon am Sprung, sich eventuell quasi aus unserer Fraktion zu entfernen und woanders hinzubegeben. Aber es sind jetzt alles Mutmaßungen. Am Schluss muss man sagen, der Passo-Kollege hat jetzt gesagt, dass er das auch schon seit Wochen der Fraktionsführung gesagt hat, dass er findet, Eva Kaili passt nicht mehr zu uns.
Aber die brauchte praktisch Geld, weil die wird keinen Job mehr haben. Also ein gewisses Verständnis muss man dann ja haben. Oder? Naja, in Griechenland braucht man auch die Yachten. Nein, aber ich finde, es ist eigentlich zu, Sozialdemokraten. Es ist so zu fürchterlich, um hier noch zynische Scherze zu treiben. Nämlich, es sind 705... Scherze geht nicht, zynisch geht, glaube ich. Naja, nein, ich bin ja gern dabei bei jedem Zynismus, aber in dem Fall muss ich sagen, wir sind... Vertrauensverlust, und das ist ja und wir haben eine Phase, europaweit ist schlimm. Ja, und in der Phase besonders schlimm, weil ich meine, die Menschen können sich ihr Leben zum Teil nicht mehr leisten. Die Energiepreise, die Inflation, der Krieg in der Ukraine, die Klimafrage, die noch immer da ist und Covid auch noch nicht ausgestanden. Also wir haben da mehrere Krisen. Und was wir keinesfalls brauchen, ist eine Politikkrise auch noch wegen einiger korrupter Elemente in einem Parlament. Zudem muss man auch sagen, dass ja EU und Brüssel generell stehen ja jetzt nicht wirklich für große Popularität. Also zumindest nicht in Österreich. Schadet das zusätzlich dem Ruf? Ich möchte es nicht. Ich fürchte schon. Und ich fürchte, dass uns das länger negativ begleiten wird, als man durch gute, wichtige, inhaltliche Arbeit, wenn man so will, wettmachen kann. Ja? Also wir haben jetzt Gesetze auf die Reihe gebracht, die globalen Megakonzerne, Google, Facebook und Meta und wie sie alle heißen, quasi mit dem Digital Service und Digital Market Act quasi regulieren ein Stück weit. Die globale Mindeststeuer und, das ganze Green Deal Paket. Das sind epochale Dinge, die in den nächsten... Lieferkettengesetz, sehr wichtig. Lieferkettengesetz in den nächsten 10, 15 Jahren erst so richtig ihre Wirkung entfalten werden, die jetzt immer... Und das interessiert keinen mehr. Es war schon vorher schwierig zu vermitteln. Und jetzt ist natürlich das, wenn du sagst, Europäisches Parlament, hat jeder ein Bild, nämlich das Bild von Eva Keile. Und das wettzumachen wird an uns Abgeordneten auch liegen. Und da wird es auch notwendig sein, dass zum Beispiel die österreichischen Europaabgeordneten auch ein Stück weit gemeinsam das, was sie im Europäischen Parlament machen, auch positiv nach außen tragen und weniger auf dieses Hickhack hineingehen. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir verabschieden uns ganz kurz in eine Werbepause und sind dann wieder bei Ihnen mit Andreas Schieder. Herzlich willkommen zurück im Club 3. Unser heutiger Gast ist Andreas Schieder, SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament in Brüssel und Straßburg. Im zweiten Teil der heutigen Sendung wollen wir ein bisschen über Europa im Ganzen sprechen und damit allerdings auch über österreichische Innenpolitik, Schengen und einiges mehr. Ja, darf ich gleich beginnen? In den letzten Tagen ist Österreich durchaus verhaltensauffällig rübergekommen. In der EU, auch in Österreich, gibt es heftige Diskussionen. Zuletzt das Veto der österreichischen Regierung gegen Schengen-Erweiterung Bulgarien und Rumänien. Jetzt fordert der Herr Kanzler, nachdem die Frau Edtstadler vorgelegt hat, Zäune um Europa. Wie wird da Österreich wahrgenommen im EU-Parlament? Ganz fürchterlich. Es gab auch eine Debatte letzte Woche im Plenum genau zu dieser Schengen-Frage. Und da ist Österreich oder die österreichische Regierung natürlich scharf kritisiert worden. Warum? Weil das Veto wie vom heiteren Himmel gefallen ist. Man muss sagen, dass die Europäische Kommission, die macht immer so ein Assessment, ob man alle die Kriterien für Schengen erfüllt. Seit 11 Jahren sagt, dass Bulgarien, Rumänien und dann auch Kroatien quasi die Kriterien erfüllen. Das wird immer, wenn die das überprüfen, im Innenministerrat, also wo alle im Innenminister zusammensitzen, berichtet. Die diskutieren das dann. Wenn die anderer Meinung sind, sollen die das dort sagen, dass man weiterarbeitet. Daher ist man verwundert, dass eigentlich weder Karl Nehammer, der ja früher mal auch Innenminister war, noch der jetzige, jemals dort ein Wörtchen kritisch gesagt hätten. Vor allem die Bulgaren, die Rumänen denken sich, hey, hätte es uns was gesagt, dann hätten wir das ja noch versucht zu ändern. Inzwischen haben sie ja auch zugegeben, dass das Veto gar nichts mit Bulgarien und Rumänien zu tun hat, sondern ein Aufschrei sei. Das tut Österreich schlecht, weil Österreich ist in der Region gut angeschrieben und es ist faktisch ein Blödsinn.
Es ist ein wirklicher Blödsinn, nämlich Schengen hat mit der Frage, die man ansprechen möchte, nämlich mit den Migrationsströmen, wenn dann nur positiv was zu tun, weil wenn man gemeinsam in Schengen ist, dann kann man an der Außengrenze auch versuchen, das stärker zu kontrollieren, zu schützen und dergleichen. Und ein Argument ist ja, dass so viel unregistrierte Migranten nach Österreich kommen und eigentlich schon in einem anderen Land registriert hätten werden sollen. Das andere Land ist Ungarn, ja. Die einfach nicht die Leute registrieren, sondern nach Österreich weiterschicken. Jetzt habe ich aber die letzten Wochen vernommen, dass der Kanzler Nehammer gerade mit dem ungarischen Premierminister Orban Best Friend ist und eigentlich nicht diese Frage, weil da müsste man sagen, hey, lieber Freund, schick uns nicht alle weiter. Ungarn ist in Schengen. Das heißt, das ist das wirkliche Problem. Und das zweite Problem, warum so viele gerade bei uns angekommen sind, ist, dass Serbien mit dem Präsidenten Vucic, der zweite Best Friend von Karl Nehammer, Visafreiheit für alle jene Länder gibt, die Kosovo nicht anerkennen. Also da geht es um den Kosovo-Streit bei Serbien und unter anderem Indien und andere Tunesien, Bangladesch, Kuba dabei sind. Aber sehr viele indische Wanderarbeiter eigentlich in Norditalien und in Deutschland, in Süddeutschland als Erntehelfer eingesetzt wurden. Und die plötzlich mit Corona nicht mehr gekommen sind, daher quasi ein Visum gebraucht haben, sie entdeckt haben, wenn ich nach Belgrad fliege, brauche ich kein Visum und dann zu zigtausenden in Belgrad waren und dann versucht haben, da hineinzudenken. Und da eigentlich die Lösung ist, dass Serbien nicht mutwillig da so ein Schlupfloch aufmacht, sondern das zumacht. Das sind die zwei faktischen Dinge. Wie man sieht, mit dem Veto kann man die nicht beseitigen. Daher war das ein europapolitischer Bauchfleck, der uns viel schadet. Sie haben jetzt das Wort Blödsinn gesagt. Diesen Blödsinn werfen Sie damit aber auch Ihrer Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner vor. Da gibt es einen ganz eindeutigen, nicht nur Konflikt, sondern Unterschied in der Auffassung. Sie sind für den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien und Pamela Rendi-Wagner ist es nicht. Also ist das Blödsinn, was Ihre Parteivorsitzende sagt? Ich habe, glaube ich, dieser Tage in der Presse, in einem Gastkommentar von Rendi-Wagner gelesen, wie sie das sieht. Das unterscheidet sich in Nuancen und in Halbsätzen quasi von meiner Sicht. Sie ist aber auch Oppositionsführerin in der österreichischen Innenpolitik. Ich Abgeordneter im Europäischen Parlament, muss quasi Gesamteuropa im Auge haben. Und da sagt sie aber ganz klar, ja zu Schengen. Aber der Vorwurf an sie ist auch, dass dieses Veto ein Fehler ist dieser Regierung und nur offenbart, dass die Regierung und die Innenminister im Vorfeld sich nicht um ihre Sachen gekümmert haben. Und in dieser Frage sind wir eigentlich ein und derselben Meinung. Aber wenn Sie schon Hans-Peter Dostoziel hat auch die letzten, gilt ja quasi als Hardliner in der Sozialdemokratie, hat aber genau auch diesen Schengen-Kurs der Bundesregierung und dieses Veto kritisiert, aus richtigem Grund, genauso wie auch der Wiener Bürgermeister und viele andere, weil einfach diese Art von Politik, nämlich schneller mal ein Veto auf den Tisch zu knallen, aus ganz anderen Gründen, eigentlich, wir wissen sie alle, wegen der Niederösterreich-Wahl, man muss jetzt da den harten Mann raushängen lassen, ist europapolitisch nicht das, wie man Österreich kennt. Und darüber sind jetzt nicht nur Sozialdemokraten schockiert, darüber sind eigentlich sehr viele im Europäischen Parlament schockiert, dass diese Bundesregierung, und da muss man auch sagen, die Bundesregierung besteht ja eigentlich aus zwei Parteien, so einen europapolitischen Schlingerkurs hinlegt. Aber Schlingerkurs passt schon auch auf die SPÖ, das muss man sagen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das in einem Gastkommentar in der Presse gelesen, was Ihre Parteivorsitzende sagt, werden solche wichtigen Fragen eigentlich nicht in der SPÖ im Vorfeld besprochen? Sie ist ja auch Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses im Nationalrat. Also das ist ja eine zentrale Frage, wie man mit einem eben dem Schengen-Erweiterung umgeht. Also da geht es um 25 bis 30 Millionen Europäer in diesem Fall, in Bulgarien und in Rumänien. Da geht es um Wirtschaftsinteressen Österreichs, da geht es um sehr viele Rumänen und Rumäninnen, die bei uns arbeiten. Haben Sie das nicht ernsthaft diskutiert, welche Linie die SPÖ hier einschlägt? Oh ja, wir telefonieren über sehr, sehr viele Europa- und auch außenpolitische Fragen recht oft.
was weiß ich jetzt, Zusammenhang Ukraine-Krieg, andere geopolitische Ereignisse und natürlich auch über diese Frage. Ja, und das, was Sie da in dem Gastkommentar, den ich erwähnt habe, weil den Sie alle dann auch, nehme ich an, als Vorbereitung auf die Sendung eh auch schon gelesen haben. Auswendig gelernt haben wir praktisch. Aber das müssen wir nicht. Wir müssen, weil Sie ja vorher schon wissen, was geschrieben ist. Nein, aber ich wollte sagen, das entspricht nicht ganz schon dem, was wir auch besprochen haben, dass natürlich aber es ist schon so, Randy Wagner war gegen Schengen-Erweiterung um diese beiden Länder und Sie dafür, auch in diesem Gastkommentar, also, lese ich nicht heraus, dass Sie plötzlich euphorisch wäre, Bulgarien und Kroatien vorgestern aufzunehmen. Euphorisch, glaube ich, ist sie nicht. Also Sie hat ganz eindeutig gesagt, es ist der falsche Zeitpunkt, es ist ein Fehler. Also jedenfalls, das Veto dieser Regierung ist ein Fehler und diese europapolitische Positionierung ist meiner Meinung nach ein schwerer Fehler, nämlich mit einem Veto quasi alles, ist nicht lösungsorientiert und hilft uns auch nicht in der Migrationspolitik. Und in der Migrationspolitik brauchen wir einfach einen europäischen Ansatz. Der ist gescheitert, Dublin 3, also diese Verordnung ist insofern gescheitert, weil jedes Land versucht, sich durchzuwurschteln. Und was macht jetzt Österreich? Ebenfalls. Ja, egoistische Alleingänge, obwohl wir ja erst recht merken, wir brauchen die Zusammenarbeit mit den Nachbarn, sonst gelingt es uns nicht. Und das heißt natürlich, möglichst vereinheitlichte Asylpolitik in den Verfahren, in den Standards, die angewendet werden, natürlich auch in der Aufteilung dann auf die europäischen Länder mit auch Hilfszentren vor Ort, wo die Krisengebiete sind und auch diese Frage Rückführungsabkommen, dass man die am besten, also für jene Leute, die kein Asyl bekommen haben, dass man die in ihre Heimatländer auch wieder zurückführt, dass man da Abkommen schließt, am besten als Europäische Union und nicht alleine im Alleingang. Also diese Sätze hört man oft und sind wahrscheinlich sinnvoll, aber ist doch nicht realistisch, dass das umsetzbar ist. Sie haben vorher schon die nationalen Alleingänge angesprochen. Wie will man da Einigung finden im Bereich? Die zuständige Kommissarin Ylva Johansson hat vor zwei Jahren ungefähr schon diesen Vorschlag, nicht nur als Vorschlag, jetzt als Punktation, Presseaussendung, sondern als Gesetzestext auch vorgelegt. Es ist nur, es findet nicht den weiteren Schritt, weil die europäischen Innenminister da nicht einer Meinung sind. Und wer blockiert da immer? Da braucht man, ist man nicht verwundert, Polen und Ungarn sehr oft. Aber leider auch sehr oft Österreich. Und das finde ich besonders, ich verwende jetzt nochmal das Wort, blödsinnig, weil wir eigentlich die Kooperation mit unseren Nachbarn und mit den anderen Europäern erst recht brauchen als Binnenland, das trotzdem stark betroffen ist. Und daher ist es ein Fehler, wenn man da plötzlich blockiert für ein Ding, das eigentlich die Lösung wäre. Eine Bedingung für die Abkehr von dem Veto ist jetzt neu aufgetaucht, nämlich technische Barrieren zu bauen, also sprich Zäune oder Mauern. Jetzt gibt es ja zum Teil an europäischen Außengrenzen solche Barrieren. Wie stehen Sie eigentlich da dazu? Weil zum Beispiel die Grenze zwischen Russland und Estland ist ja verbarrikadiert, dass man, also ziemlich verbarrikadiert, muss man sagen. Und es gibt auch in anderen Abschnitten bereits Zäune. Also wie stehen Sie dazu? Ist das sinnvoll? Muss man das erweitern? Und sollte die Kommission, wie es die ÖVP fordert, in Zukunft da auch Finanzmittel bereitzustellen, um sozusagen den Außengrenzschutz auch physisch zu verstärken? Also meine Idee von Europa ist nicht ein Europa der Zäune und der Mauern. Und es ist immer ein Fehler, sich einzumauern. Sowohl im Übertragenen als auch in dieser Hinsicht. Daher halte ich das für an sich keinen guten Ansatz. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Zaun, weil ich finde, an dieser finnisch-russischen, baltisch-russischen Grenze hat man schon Verständnis dafür. Wegen der russischen Aggression, meinen Sie? Wegen der russischen Aggressionen. Ja. Und das ist was anderes. Aber wir haben inzwischen ja auch quasi Zäune so zwischen EU-Ländern mit unterrichtet. Und das ist immer ein Fehler. Und ich meine, warum wird es gerade jetzt auch von der österreichischen Regierung so vorgeschlagen? Ist ja in Summe nur ein Ablenkungsmanöver von den gesamten Korruptionsfällen, die in letzter Zeit passiert sind, aus dem Umfrageloch wieder versuchen herauszukommen, indem man quasi das von Sebastian Kurz sonst so gut benutzte rechtspopulistische Migrationsthema zu nutzen. Es ist nur relativ kurzsichtig, weil man sieht ja, das gewinnt nicht die ÖVP, die Umfragen, sondern die FPÖ. Daher muss man ja sagen, ist es ja ein an sich hirnrissiges Projekt, ein Thema hochzuspielen, das den politischen, so quasi nicht der ÖVP nutzt, sondern eigentlich den politischen Gegner der FPÖ. Aber
bin ja nicht Teil dieser Konzeptionsgruppe. Aber was ist die Lösung? Zäune tut uns oder vielen weh. Frontex funktioniert nicht. Alexander Schallenberg hat vor einigen Jahren gesagt, im Interview mit Profil damals, die EU, der EU-Vizepräsident, glaube ich, hat eine Lösung, wie die Verteilung funktioniert. Inzwischen ist man sich, glaube ich, klar in Europa überall, dass die Verteilung eben nicht funktioniert. Das klingt schon nach Träumen von warmen Eislutschern, wenn man sagt, man braucht das alles nicht. Und ja, wir stimmen wahrscheinlich zu, dass da sehr viel Innenpolitik eine Rolle spielt, wenn man über die Zäune spricht. Aber Lösung gibt es da keine. Erstens muss man sagen, leider ist es so in Europa, dass ja nicht nur in Österreich die Innenpolitik mehr Rolle spielt als die gemeinsame europäische Politik, bei anderen ja oft auch. Das ist ein bisschen das Drama an dieser wichtigen Frage. Ich glaube, es sind erste Lösungsschritte an sich recht einfach und auch recht relativ einfach als erste Schritte zu implementieren. Die weiteren Schritte werden dann ein bisschen komplizierter. Also ich habe es eh schon zuerst konzipiert. Vereinheitlichung der Verfahren. Am besten wäre es eigentlich überhaupt, dass man mittelfristig schaut, dass die EU diese Verfahren abwickelt. Dann ist sichergestellt, dass es quasi einheitlich ist. Die Asylverfahren, genau. Da wird man auch ein Verfahren brauchen, das quasi einen Screening-Prozess hat, dass man jene Leute aus Krisenregionen, wo die Asylaussicht hoch ist, quasi schnell vorerledigt, damit die nicht quasi alle anderen blockieren und damit die Verfahren länger werden, weil wir müssen zu schnelleren Verfahren kommen. Oder man macht es umgekehrt, wo es völlig klar ist, dass das Wirtschaftsflüchtlinge sind, Indien etc., weil das blockiert natürlich auch einiges. Die Rechtsstaatlichkeit, glaube ich, steht natürlich am Schluss drüber, aber man muss da schneller werden und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, und dann braucht es eine Aufteilung innerhalb der Europäischen Union. Was es nie gelingen wird, und das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, ist, dass es überhaupt keine Migration mehr gibt. Also dieser Traum von, wir wollen in einer Welt leben, wo es keine Migrationsproblematik, keine Flüchtlinge, keine Integrationsproblematik gibt, die wird es nicht geben. Daher müssen wir uns dieser Problematik stellen und auch aus gutem Grund. Es gibt Krisen in der Welt und quasi wegzuschauen bei den Krisen hilft uns auch nicht. Und wir brauchen letztlich auch Migration, also wenn wir das jetzt von Asyl trennen, wir brauchen auch Migration aus dem Grund der Überalterung unserer Gesellschaft und Arbeitskräftemangel. Also wenn man nur schaut, in der Pflege, im Gesundheitssystem, in der Abwicklung, auf den Flughäfen und fehlen überall Arbeitskräfte. In Deutschland ganz massiv. Und in Deutschland dieser Woche auch in der Zeit ein Artikel, wie viel zukünftig auch fehlen werden im höher qualifizierten Bereich. Also bis hin Polizisten, Richter, Ärzte, Rechtsanwälte. Also wir haben hier, wenn wir den Lebensstandard in unserer europäischen... Journalisten, denen PolitikerInnen höher qualifiziert auch, brauchen wir auch Migration. Ja. Also wir brauchen auch eine vernünftige Migrationspolitik, die es erlaubt, dass Arbeitskräfte zu uns kommen. Wir brauchen aber auch geopolitisch eine faire Ausrichtung mit Afrika und jenen Regionen, wo natürlich die Hoffnungslosigkeit zurzeit sehr groß ist. Aber das wollen ja die Länder nicht an die Europäische Union abgeben. Also es will ja jedes Land selber bestimmen, wen es sozusagen aufnimmt und hereinlässt. Und in Österreich funktioniert das ja auch nicht. Also die Rot-Weiß-Rot-Karte ist ja immer noch, also jedenfalls deckt nicht den Bedarf an Arbeitskräften ab, den wir brauchen würden. Wie soll denn dieses, das ist ja der Vorwurf an die Politik, dass sie es auf der einen Seite nicht schafft, sozusagen, also das Flüchtlingsproblem in den Griff zu bekommen und auf der anderen Seite aber auch nicht schafft, so, wenn man so will, die richtigen Migranten zu bekommen. Also wie soll man das unter einen Hut bekommen? Ja, da wäre mal ein erster Schritt natürlich zu schauen, dass jene Leute, die hier schon sind, aus Asylgründen, dass die möglichst rasch einmal integriert werden in den Arbeitsprozess. Die Sprache lernen, mitunter auch für gewisse Tätigkeiten auch zugelassen werden, wenn auch ihr Verfahren noch nicht beendet. Da sind wir ja sehr restriktiv in Österreich. Und es scheint mir inzwischen ein bisschen widersprüchlich, weil auf der einen Seite baut man Zäune, dass keiner kommt, auf der anderen Seite fehlen sie uns. Also da muss man einen pragmatischen Mittelweg finden. Das würde ich sagen, müsste schon jedes Land für sich selbst definieren, auch wen man braucht, welche Qualifikationen, Sprache
Rechtssystem, Arbeitssystem ist noch immer sehr national verhaftet. Das heißt, da macht es europäisch nicht viel Sinn. Allerdings in der Asylpolitik, also sprich quasi bei den Zentren an der Außengrenze der Europäischen Union zu errichten, zur Abwicklung von Asylverfahren, das könnte Europa sehr gut quasi gemeinsam organisieren. Müsste man sich halt einmal dazu durchringen. Bisher ist immer so, dass man immer denkt, wenn viele gerade in Griechenland ankommen, na, wir sind eh nicht Griechenland, sind wir froh, schauen wir weg. Bei Italien dasselbe so, ups, jetzt über die Balkanrunde quasi ist auch in Österreich das Thema da. Jetzt denken sich vielleicht irgendwelche andere, sind wir froh, dass es nicht bei uns ist. Am Schluss muss man sagen, das muss man einfach gemeinsam lösen. Und aber solche Zentren an der Außengrenze, die würden dann in dem betreffenden EU-Land stehen und dann dürften die Leute, die dort kommen, diese Zentren nicht verlassen? Oder wie wird das ausschauen? Nein, das würde heißen, man macht, sagen wir jetzt in Griechenland, Erstaufnahmezentren, wo Flüchtende quasi kommen, ihren Asylantrag auch stellen können, wo dann im besten Fall ein schnelleres Verfahren einmal klärt, wie die Aussichtschancen sind. Mitunter dort dann auch schon bei den positiven Aussichtschancen eine vernünftige Aufteilung ist, damit man da ein schnelles Verfahren hat, damit man auch bei jenen, wo man sagt, das ist ganz unwahrscheinlich, auch mit der Rückführung wieder beginnen kann. Das wird nicht nur in Griechenland auf Lesbos oder wo sein, ja, das wird in Italien, das wird an vielen Orten sein. Wir brauchen ja auch nicht glauben, dass die Leute nur an der Außengrenze aufschlagen, sondern auch gegebenenfalls woanders. Und dafür braucht es aber auch diese Rückführungsabkommen mit den Staaten, wo die Leute auch das wird aber schwierig auch sein, oder? Das auszuhandeln. Das wird sehr schwierig sein, weil natürlich viele Staaten auch erkannt haben, dass in Europa die politische Stimmung immer dann kippt, wenn Flüchtlingsströme kommen und man daher quasi europäische Regierungen quasi unter Druck setzen kann. Mhm. Bestes Beispiel, führt zurück ein bisschen zu dem Bestechungsskandal, auch Marokko hat erkannt, dass man den spanischen Regierungschef gut unter Druck setzen kann, wenn man ein paar tausend Flüchtlinge quasi von Marokko nach Spanien oder Ceuta, diesen spanischen Enklaven, schickt und dann die spanische Innenpolitik am Kochen quasi ist und Marokko das bekommt. Jetzt ist aber Marokko auch im Verdacht, genauso wie Katar, in Europa Politiker bestochen zu haben, damit die für Marokko Stimmung machen. Das heißt, die Alternative kann eh nur sein, eine klare Position, was bei Menschenrechtsverletzungen und diese Dinge hat, auch einzunehmen. Bevor wir im dritten Teil der heutigen Sendung vielleicht über Innenpolitik sprechen, ich fand es interessant, was Sie vorhin sagten über die Aufgabenverteilung, dass Sie als EU-Abgeordneter, kann sie nicht präzise zitieren, aber Europa stark im Fokus haben müssen, während zum Beispiel Pamela Rendi-Wagner als Oppositionspolitikerin in Österreich arbeitet. Ich finde das ja angenehm, dass Sie so ehrlich sind und das so aussprechen, dass das unterschiedliche Positionen sind. Das heißt, dass man Positionen einnimmt, die der jeweiligen Funktion geschuldet sind und entsprechen. Man hört das in der Offenheit nicht immer und auf der Metaebene behandelt. Ja, ich meine, nur dass der Zuschauer und die Zuschauerin jetzt nicht glaubt, natürlich ist man auch als Europaabgeordneter den österreichischen Wählerinnen und Wählern verpflichtet. Mhm. Und deswegen schaue ich auch, dass ich möglichst viel auch in Österreich unterwegs bin, dass mit Leuten rede, einfangen, wie die Stimmung hier ist. Mhm. Aber natürlich, jede Aufgabe hat unterschiedliche Dinge. Ja? Und es ist nicht Aufgabe der Opposition, die Regierung zu loben, die vielleicht auch einmal was richtig macht. Ich meine, die Gefahr ist, dass man in die Versuchung kommt, zurzeit ganz klein. Bei der Regierung kommt niemand in die Versuchung, irgendwas zu loben. Aber an sich könnte ja sein, aber trotzdem, dafür braucht es auch keine Opposition. Bei Ihrem Widerpart, oder nicht unbedingt Widerpart im Europäischen Parlament, Ottmar Karas, ÖVP, ist die Divergenz oft noch etwas ausgeprägter, als es jetzt bei Ihnen ist. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, wir verabschieden uns in eine kurze Werbepause und kommen dann zurück mit unserem heutigen Gast, Andreas Schieder. Was
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind zurück im dritten Teil des heutigen Club 3 mit unserem Gast Andreas Schieder, SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament in Brüssel und Straßburg. Wir wollen in diesem Teil ein bisschen über österreichische Innenpolitik sprechen, was wir ohnehin schon taten, indem der Name Pamela Rendi-Wagner schon gefallen ist, und jetzt vielleicht uns ein wenig fokussieren auf das, was hier passiert. Ja, fangen wir gleich mal an mit den Umfragen. In den Umfragen sieht es so aus, dass die Freiheitliche Partei auch die Sozialdemokraten hinter sich lässt und inzwischen deutlich auf Platz 1 ist in mehreren Umfragen oder zumindest Gleichstand. Also da so ungefähr sieht die Datenlage im Moment aus. Die nächste Nationalratswahl, wenn sie planmäßig stattfindet, wird ein paar Monate nach der Wahl zum Europaparlament stattfinden. Jetzt, um einmal die Basis klarzustellen, werden Sie wieder als Spitzenkandidat antreten bei der EU-Wahl, und sind Sie dann darauf vorbereitet, dass Sie quasi den Probegalopp für die nächste Nationalratswahl bestreiten müssen in Österreich? Also erstens einmal wäre es mein persönlicher Plan, auch wieder für das Europäische Parlament zu kandidieren, aber die Entscheidungen fallen natürlich über Listen und dergleichen ein bisschen später. Ob ich fürs Galoppieren, also quasi die Pferdesprache, ist der mir am weitesten quasi entfernte Sport. Bergsteigen als Präsident. Wir können es auch Mountainbiken nennen. Abschwung, Jetschwung, alles. Nein, aber Jetschwung ist lang, das muss ich nachdenken. Ja, okay, Sie sind etwas jünger als ich, aber dass Sie es auch noch erlebt haben, freut mich. Aber... Ja. Also im Chatschwung vor der Nationalratswahl. Man muss mal sagen, die Europawahl ist ja quasi fix, weil die muss ja gesamteuropäisch quasi vereinbart sein. Immer Ende Mai, Anfang Juni in dieser Gegend. Und wenn in der österreichischen Innenpolitik quasi keine vorgezogenen Nationalratswahlen kommen, dann wären die im September. Es sind zwei verschiedene Wahlen, sollte auch um verschiedene Themen gehen. Es wäre schon gut, wenn es bei der Europawahl um europäische Politik geht. Wo will Europa hin? Wofür haben wir Europa? Was wollen wir dort bewerkstelligen? Klimawandel, soziale Fragen in Europa und. Aber wir wissen, dass natürlich am Schluss sich die Themen immer stark vermischen. Ja. Daher wird man natürlich auch, wird das auch eine Rolle spielen. Aber auch Entschuldigung, Ihre Ausgangsbasis, also deswegen auch meine Frage nach den Umfragen. Ist Ihre Ausgangsbasis, hängt die vom Umfragenniveau ab? Ja, es hängt, also ich sage nur, letzte Europawahlen waren wir gut im Galoppieren. sind sogar so Richtung ersten Platz hingetrabt. Dann kam Ibiza und das Spiel hat sich komplett gewendet und es ist quasi zu einem innenpolitischen Thema geworden. Die SPÖ hat Sebastian Kurz abgewählt und damit war es eine Abstimmung über Sebastian Kurz. Ja. Genau, und es war vorbei und quasi... Und Sie wurden Zweiter. Wir wurden Zweiter und hätten sonst höchstwahrscheinlich jedenfalls auch einen Sitz mehr gehabt. So ist es halt mal. Braucht man auch nicht jetzt jammern. Politik ist letztlich das Recht des Bürgers, am Wahltag zu entscheiden, wie es sein soll. Aber daher kann man aus heutiger Sicht noch gar nicht abschätzen, wie es ist. Mich schmerzt, wenn ich lese, dass in einzelnen Umfragen auch die FPÖ wieder stark zulegt. Weil ich glaube, es ist nicht notwendig. Im Sinne von dessen, wir wissen ja, dass das dem geschuldet ist, dass man gerade um das Thema Migration besonders viel Angst verbreitet hat. Ja, das Aufstellen von Zelten überall, wo es geht, quasi, ohne dass da quasi die Not für diese Zelte waren, weil noch ausreichend fixe Quartiere auch zur Verfügung gestanden sind, zeigt ja schon, dass man es hier mit einem Thema spielt, das blöderweise nicht dem nutzt, der es begonnen hat, der ÖVP und dem ÖVP-Innenminister, sondern der FPÖ. Das ist meiner Meinung nach politisch ungeschickt. Aber am besten wäre es sowieso, wenn man mehr Sachlichkeit auch hätte. Ja. Aber was ich schon glaube, ist Probegalopp. Die Österreicherinnen und Österreicher finden mit einer großen Mehrheit, dass diese Regierung aus ÖVP und Grüne schon längst an ihr Ende gekommen ist und das vorbei sein soll. Und glaube ich, was ich höre, sowohl ÖVP-Wähler als auch Grünwähler finden, es wäre mal höchste Zeit, dass es vorbei wird. Daher ist sowieso fraglich, ob das noch haltet bis 2024. Ich möchte da trotzdem noch mal einhaken, weil Sie gesagt haben, die Umfragen.
hört man immer Umfragen, sind Umfragen, Momentaufnahmen, die Momente dehnen sich jetzt aber schon eine Zeit lang, wenn man das so sagen kann. Wie ist das zu erklären? Die SPÖ war doch vor einigen Monaten noch souverän vorne, mit über 30%, dann kam lang nichts, dann kam gleich auf, glaube ich, ÖVP und die Blauen. Und jetzt ist da plötzlich dieser Abfall. Ist das wirklich nur der Asylfrage geschuldet? Und wenn ja, hat die SPÖ da vielleicht so ein wenig klare Strategie? Ich finde, man sollte sich Umfragen immer wieder natürlich anschauen und überlegen, was könnte der Hintergrund sein. Und da spielen viele Punkte, glaube ich, ein Thema in dem Zusammenhang. Aber man sollte sich als politische Partei auch quasi nicht von Momentaufnahmen zu sehr beirren lassen, sondern schon konsequent den Weg weitergehen, weil Politik auch wie Bergsteigen ist, es geht Schritt für Schritt, es ist schon noch eine Aufbauarbeit und auch das wird belohnt. Das heißt, auch wenn mal jetzt quasi diese Wochen die Umfragen für die SPÖ nicht mehr Nummer 1 sind, sondern wer andere Nummer 1 oder ex aequo, ja, man muss weitergehen und das hat sich auch gezeigt, wir waren lange Zeit weit abgeschlagen hinten, waren jetzt dieses Jahr relativ lange vorne. Das heißt, die SPÖ hat ja auch sich wieder zurückgekämpft an die Führung und den Rest wird man dann am Schluss auch im Wahlkampf einfach noch einmal zulegen müssen. Aber das Ziel muss sein, dass die SPÖ natürlich Nummer 1 wird, um innenpolitisch wieder gestalten zu können. Wie erklären Sie sich das Phänomen, dass in Österreich die FPÖ, egal was passiert, immer wieder nach vorne kommt, sich erholt? Ich habe viele Wetten in meinem Leben gewonnen, weil ich gesagt habe, egal ob es Ibiza ist oder wer an der Parteispitze steht, irgendwann ist die FPÖ wieder auf Platz 2 oder 1. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit dem Wahlausgang 1999, ihr seid alle zu jung und könnt euch nicht daran erinnern, aber damals Sozialdemokratie ganz schlecht mit knapp über 30%, die ganz FPÖ, schlecht Nummer 1. Ja, ganz schlecht Nummer 1, als Nummer 1 verloren. Also Bundeskanzler Klima musste gehen. An zweiter Stelle die FPÖ mit 27,1, glaube ich, und dann die ÖVP mit 26,9. Wenn man jetzt sich nur einrechnet, dass es inzwischen die Neos gibt, die Lift am Lift rausgefallen war. Die Umfrageergebnisse jetzt sind sehr, sehr ähnlich und die FPÖ erholt sich immer wieder und ist damit in der westlichen Wertewelt bei Bundeswahlen schon einzigartig, nicht mehr. Wir haben Italien, wir haben Frankreich, aber immer wieder hervorgestochen. Ich bin auch nicht von der Ausbildung her Psychologe, weil ich glaube, dass sehr viel Psychologie auch drinnen steckt in dieser Antwort der Frage. Zur historischen Betrachtung. Ich meine, Viktor Klima hat zwar quasi ein Minus im Ergebnis gehabt, aber trotzdem war der Wahlsieger und wurde dann einfach von Wolfgang Schüssel einfach ausfraktioniert, mit nämlich einfach einer riesengroßen Lüge. Weil Wolfgang Schüssel hat gesagt, wenn wir Dritte wären, gehen wir in Opposition. Und was hat er gemacht? Er hat sich dann mit der FPÖ verpackelt gehabt und hat sich zum Kanzler machen lassen. Also das sei mal nur der historischen Betrachtung auch noch dazugefügt. Aber ich glaube, wie wir jetzt schon in einer vorigen Runde gesagt haben, wir haben die Corona-Krise. Die hat jetzt über 2 Jahre gedauert, mit ganz massiven Einschnitten für jeden. Und für manche natürlich in unserer Gesellschaft noch einmal stärker. Mit Jobangst verbunden, mit Überarbeitung verbunden, mit Existenzangst, dass irgendwer stirbt oder dass man eingesperrt wird. Das hat auch geführt zu diesen Anti-Corona-Demos, also da steckt ja sehr viel fundamentale Themen drin. Im Klima in Wahrheit auch. Weil ja die Frage ist, wird wirklich unser Planet und unsere Lebensqualität für die nächste und übernächste Generation noch so sein wie für uns? Viele haben das Gefühl, nein, da werden ganz schwierige Fragen für sie zukommen. Auch, glaube ich, eine sehr existenzielle, epochale Auseinandersetzung. Dazu kommt jetzt noch der Krieg, quasi ein Landkrieg mit Kriegsverbrechen, mit all diesen schrecklichen Nachrichten auf europäischem Boden. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gekannt. Nonar-Krieg auch sehr epochal. Und damit verbunden jetzt auch noch die Preissteigerung, quasi ökonomisch auch wirklich sich vieles durcheinander gewirbelt. Und da schafft es natürlich eine Partei wie die FPÖ, die nie eine Sachlösung hat, sehr gut einzusammeln. Alle, die verzweifelt sind, indem sie sagen, es muss eh nicht so sein, wir könnten alles lösen für dich. Und zwar eine Lösung ist, sind es für Ausländer da. Die zweite Lösung ist, also die haben dann so ein paar so Rezepte und da sehen die Leute darüber hinweg, dass die eigentlich die Partei sind mit den meisten Korruptionsskandalen, mit den meisten verrückten politischen Entwicklungen, denken wir nur ans Ibiza-Video. Ja, aber
ich denke mal, was man nicht machen darf als Politiker, ist... Dagegen sind Thomas Schmidt... Thomas Schmidt auch, die waren nicht vergessen. Thomas Schmidt nichts dagegen, ja, der, naja, ich meine nicht FPÖ. Also. Ja, ja, stimmt, ob nichts weiß ich auch nicht, auch recht ein heftiger Skandal. Aber ich glaube, was die Aufgabe ist für jeden ernstzunehmenden Politiker, der wirklich das macht, weil er auch die Menschen ein Stück weit mag, ist erkennen, dass dahinter Hilferufe und quasi Probleme der Menschen stehen. Und die muss man lösen. Und das ist, die Sozialdemokratie wird nie so populistisch sein können und wollen wie die FPÖ, weil wir sind letztlich auch eine Partei, die Probleme lösen wird, will. Und wissend, dass man nicht jedes Problem lösen kann, aber trotzdem versuchen, ein Stück weit möglichst viel von den Problemen zu lösen. Trotzdem noch einmal die Frage, Sie haben das ja jetzt ausgeführt, dass die FPÖ ja eigentlich, also wenn man sagt Klimakrise, die sind für die Autofahrer, wenn man sagt Corona, die sind gegen die Impfungen, wenn man sagt Krieg, sie unterstützen den Aggressor. Also eigentlich ist ja die FPÖ, ist das ja aufgelegt für jede Partei. Warum schafft es die SPÖ nicht argumentativ da besser? Die SPÖ ist ja in Opposition. Sie könnte ja jetzt auch Unmut einsammeln und, so wie Sie sagen, Rezepte für Lösungen anbieten. Wieso gelingt das der SPÖ nicht? Da muss ich die SPÖ jetzt schon verteidigen. Überraschung. Nicht nur aus eigenem heraus, sondern weil ich schon finde, wenn man nur denkt an den gesamten Untersuchungsausschuss, also das was ja schon auch dazugehört, dass man das aufdeckt und aufzeigt, die Korruptionsmechanismen, dann waren schon die SPÖ-Abgeordneten, nicht nur, aber sehr stark, die in dem Untersuchungsausschuss aufgedeckt haben, was rund um Thomas Schmidt und Sebastian Kurz und alle da passiert ist in vielen Jahren. Da ist ja, muss man sagen, sehr vieles auch zerbröselt in der Innenpolitik. Chefredakteure sind zurückgetreten und. Also da vieles passiert, was auch am Schluss natürlich auch Verzweiflung schafft bei den Menschen. Was die FPÖ sehr gut schafft, ist das einzusammeln. Und die SPÖ arbeitet auch einen Schritt weit jetzt bei Sachthemen immer mehr auch Konzepte vorzulegen und zu beginnen, hier auch stärker zu kommen. Nicht? Am Anfang war sehr stark das Thema Covid-Management, dann kam das Thema auch Pflege, das Thema jetzt Industriepolitik, was man in letzter Zeit hat versucht, stärker auch in den Vordergrund zu stellen. Antiteuerung, glaube ich, ist die SPÖ meiner Meinung nach schon die Partei, die mit einem klarsten Paket quasi Antiteuerung und Hilfe für die Leute, die betroffen sind, auch da steht Abschöpfung der Übergewinne und Preise runter, Deckel drauf und diese Themen. Da versucht man schon stärker auch dorthin hinzukommen. Auch Hans-Peter Doskozil sie legt immer wieder auch Lösungskonzepte vor. Jetzt zuletzt dass er die Supermärkte, keine Supermärkte mehr zulassen will am Stadtrand und um die Versiegelung zu bekämpfen, die Bodenversiegelung zu bekämpfen. Was ist da eigentlich los in der SPÖ, dass man es nicht schafft, den burgenländischen Landeshauptmann da irgendwie so mitzunehmen? Oder findet man dort, dass die Ideen, die er einbringt, schlecht sind? Also jetzt auch aus meiner ein bisschen distanzierteren Sicht, weil eben nicht mehr im politischen, innenpolitischen Tagesgeschäft aktiv. Ich finde diesen Vorschlag und diesen Ansatz für gut und es freut mich richtig, dass einmal ein sozialdemokratischer Landeshauptmann auch zu diesem an sich sehr sperrigen Thema, nämlich Raumordnung, diese an sich auch unansehnlichen Dorf- und Stadteinfahrten mit Industrie, sondern einmal sagt so, da versuchen wir jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Das finde ich sehr spannend. Hat übrigens auch viel mit Europa zu tun, weil genau dort wir über Energieeffizienz von Gebäuden reden, von lebhaften Städten reden, neues Bauhaus, ein Thema, da spielt das natürlich auch eine große Rolle. Das heißt, ich finde diesen Vorschlag gut. Ich finde, dass die drei SPÖ-Landeshauptleute, Kaiser, Doskozil, Ludwig in Summe, von dem, was sie in ihren Bundesländern machen und umsetzen, eigentlich schon auch zeigen, dass sozialdemokratische Handschrift ein Stück weit was anderes auch heißt als in anderen Bundesländern. Aber wieso kommt es dann immer wieder zu diesem Konflikt? Erstens einmal finde ich auch, nicht immer alles ist quasi ein Konflikt im Sinne von am Streit und der Rennen. Aber Doskozil hat abstimmen lassen oder hat erheben lassen, wer nun der bessere SPÖ-Kandidat, Spitzenkandidat wäre. Das kann man nicht wegreden. Und danach gab es aber schon heftigen Streit, auch öffentlich ausgetragen in der SPÖ. Offenbar. Ich schaue ja auch an den Prüfungsdienst, höre ich morgen schon, schaue österreichische Fernsehen, lese
österreichische Zeitungen, meistens am Tablet, weil ich es leider gedruckt nicht kriege. Richtiger Format fürs Profil? Ja. Tablet. Aber ich hätte lieber, ein Papier, muss ich ehrlich sagen. Okay, ja. Können wir machen, kommt. Nein, kommt ein bisschen später. Ja. Anyway, aber warum dieser Streit in der Sozialdemokratie? Manchmal wird auch gestritten, finde ich nicht gut, beteilige mich jetzt einfach nicht dran, daher quasi viel mehr Kommentar gibt es dazu nicht. Aber nicht jede Meinungsunterschiedlichkeit ist immer auch gleich ein Streit. Ich finde, man muss auch ein Stück weit cooler werden in der Politik und sagen, gibt es Nuancen unterschiedlicher Meinung. Schwamm drüber, wurscht. Ja. Die Grundrichtung ist meiner Meinung nach bei all diesen Leuten, die da jetzt gefallen sind aus der SPÖ, schon die gleiche. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Läuft Österreich ein bisschen in Richtung eine Unregierbarkeit? Sie haben selbst gesagt, und das ist kein großes Geheimnis, addiert man die Umfragedaten der Volkspartei und der Grünen, kommt man nicht weit über 30%. Wenn wir uns jetzt vorstellten, eine Wahl, jetzt geht sich wahrscheinlich nicht mal die Ampel aus. Das heißt, eine Regierung ohne FPÖ ist fast nicht möglich. Eine Regierung schon, aber diese Regierung hätte keine Mehrheit im Parlament. Verängstigt Sie das nicht ein wenig? Nein, Sie sind Politik, man darf keine Angst haben, aber schön schaut es nicht aus. Erfüllt mich mit Sorge, ist, glaube ich, ein schöner Ausdruck. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass diese Zeiten und die großen Fragen ein Mindestmaß an Stabilität brauchen. Und Stabilität heißt auch politische Stabilität. Die bietet weder die jetzige Regierung noch, wie Sie sagen, jetzt alle mathematischen Varianten, die rauskommen. Das kann man jetzt beklagen, muss man dann am Schluss trotzdem den Weg durchfinden. Ja. Ich finde, der Weg kann nicht sein, und das sei schon hier auch mal gesagt, so wie es jetzt ist in der österreichischen Regierungspolitik, dass sich der kleine Regierungspartner einfach entschieden hat, nicht existent zu sein in der Regierung. Das führt zwar zu Stabilität in der Regierung, weil die ÖVP eine de facto Alleinregierung hat, aber ist jetzt auch nicht die Idee von einer Koalition, dass quasi einer überhaupt nicht mehr vorkommt. Das heißt, es wird schon spannend werden mit der nächsten Nationalratswahl, was kommt hier für Konstellation heraus. Dann heißt immer die Frage an jeden Politiker, wofür sind Sie, für welche Koalition? Das ist eben angesichts dieser Umfrage jetzt nicht ernsthaft zu beantworten, weil man muss schon zuerst rechnen und dann eine Koalition bilden. Also ich kann sagen, ich wünsche mir eine Koalition nur mit den Neos, nur mit den Grünen. Na, was ich mir wirklich wünsche, ist eine Alleinregierung, ist auch relativ der FPÖ. Schon lange her. Relativ irre, also nicht sehr realistisch. Nicht sehr realistisch, ja. Wir könnten Ihnen die Frage stellen, eine Regierung mit der Freiheitlichen Partei für die Sozialdemokratie wahrscheinlich ausschließen. Ja. Warum eigentlich? Wenn sich jetzt, naja. Wegen all dem, was man vorher geredet hat. Aber auf der anderen Seite, also wie es der Christian Rainer gesagt hat, es sind möglicherweise 2er-Koalitionen nur mehr mit der FPÖ möglich. Dann gibt es wieder Schwarz-Blau. Und möglicherweise 3er-Koalitionen, die Ampel hätte möglicherweise keine Mehrheit. Ja, aber es ist, glaube ich, von Ihnen ja vorher gesagt, bis 2024 ist regulär die Wahl. Wir haben jetzt Ende 2022, also ich glaube, dass da noch so viel passieren wird. Also ich fürchte, dass noch vieles passieren wird, was wir gar nicht wollen, dass passiert. Es ist an sich wahrscheinlich, dass noch vieles passiert, dass das politische Meinungsbild letztlich auch noch verändern wird. Und ich hoffe, dass bei dem die SPÖ quasi die Nase vorne haben wird. Eine Frage noch zum Abschluss. Wie sieht man das in Brüssel, wie das nächste Jahr ausschauen wird, nämlich was Energieversorgung betrifft, Energiesicherheit betrifft? Wie schätzt man das ein, mit dem Ukraine-Krieg weitergeht? Was sind da so die Baselines, von denen Sie ausgehen? Wichtige Frage, kurze Antwort bitte, weil wir relativ weit am Ende. Okay, dann ganz kurz. Ich fürchte, das Thema Krieg wird uns noch weiter beschäftigen und auch alles, was damit zu tun hat. Die Energiefrage wird uns noch weiter massiv beschäftigen. Es wird aber gelingen durch die Ökologisierung, wenn wir schaffen, einen Schwung zu machen, dass wir da auch ein Stück weit rauskommen aus den fossilen Energien, nicht nur wegen Russland, sondern auch wegen dem Klima. Und ich denke mir, dass die soziale Frage ganz oben auf der Agenda stehen wird müssen. Daniela Kittner, Erich Vogel, vielen Dank für das gemeinsame Fragestellen.
Andreas Schieder, danke, dass Sie unser heutiger Gast waren. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt und gewidmet haben. Und bis zum nächsten Mal beim Club 3.